Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Fernbus-Simulator. So, wir machen erstmal den Bus wieder an. Licht natürlich ebenfalls. Klimaanlage machen wir auch direkt mal an, bevor die Fahrgäste wieder schimpfen. So, Tür machen wir auf. Und natürlich die Klappen an der Seite. Meinen Spiegel kann ich mir gleich schon mal her tun. So. Und dann machen wir mal den Check-in. Hallo, hier ist mein Ticket. Hallo, Hamburg, jawohl. Grüezi, ist die junge Dame? Kiel? Ja, das passt. Mahlzeit, ist das gültig? Mahlzeit, aber das ist ja doch. Servus, fahren Sie in meine Richtung? Auf geht's. Ja, du mal. Servus, fahren Sie in meine Richtung? Ciao. Ja, ciao. Hallo, hier mein Ticket. Dankeschön. Okay. Eine Wand. Servus, kann ich bei Ihnen ein Ticket kaufen? Nach Kiel, aber sicher doch. Das kriegen wir hin. Auf geht's. Auf geht's. Guten Tag, Sie wollen bestimmt mein Guten Ticket. Tag. Richtig, aber da fahre ich nicht hin. Ich suche mir gerade eine neue Verbindung. Ja, ich sehe hier auch. Mahlzeit, bitte Sie. Mahlzeit. Vielen Dank. Grüezi, hier ist mein Ticket. Dankeschön. Okay. Grüezi, hier ist mein Ticket. Jawohl, Hamburg passt. Achso, der hat ausgecheckt. Ich würde gerne ein Servus. Ticket kaufen. Nach Hamburg, aber sicher doch. Kontrollieren. Cool. Die junge Dame? Hamburg, aber jawohl. Sie möchte nicht einsteigen. Okay. Dann gehen wir mal auf kurz vor Abfahrt. Jawohl. Machen wir mal die Tür hier hinten zu. Ist da keiner mehr dazu gekommen? Nein. Schauen wir gerade mal, ob sie auch alle da sind. Ausstehend ist keiner, das passt. Und wir fahren um 21.52 Uhr fahren wir los. Das heißt, wir haben noch ein bisschen. Dann machen wir vorne die Tür mal zu. So, sonst passt, glaube ich, alles. Da sieht alles gut aus. Da auch. 1,4 Stunden, das passt auch. 52, das heißt, wir können abfahren. Sehr schön. Dann kommt noch unsere heißgeliebte Ansage. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Ich dachte gerade, der bremst nicht. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitzschalen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen. Das ist ein Argument mehr zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App. Und profitiert ja, und von wartet vor allen Dingen ab, bis ihr ausgestiegen seid.
Auf flixbus.de stehen täglich weil ihr dann wisst, auf was ihr euch einlasst, wenn ich fahre. Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit lieber. Und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to das Flixbus. Mit dem Feedback ist keine gute Idee. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. 159 Kilometer, das sollte eigentlich gut machbar sein. You will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There is a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. Ist jetzt aber auch ein bisschen übertrieben. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. So groß ist der Bus dann auch nicht. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone, so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. Was echt ein bisschen schade ist, dass das Fahrverhalten so gar nicht von dem Schnee beeinflusst wird. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing da hätte ich schon schön gefunden, wenn es auch entsprechend ein bisschen rutschiger wird, aber das ist natürlich, ja, ist schon eine hohe Erwartung. Das muss ich zugeben. Ich meine, besser wäre es, wenn erstmal die KI vernünftig fährt, dass man vor der nicht dauernd Angst haben muss. Sagte ich es nicht gerade? Oh. Es regnet. Im Normalfall würde das jetzt Glatteis bedeuten. Oh, wir fahren nicht auf die Autobahn. Ah, vielleicht schauen wir mal nicht in die Richtung. Vorne sind wir ja gekommen. Ich denke mal, dass wir die Richtung beibehalten, dass wir nur kurz runtergefahren sind, um nach Bremen zu fahren. Jawohl, genau so ist es. Dann geht's mal wieder rauf auf die Autobahn. Ja, sobald es bergauf geht, fährt so ein komischer Lichtbalken vor uns her. Oh, hell erleuchtetes Stadion. Dürfte das Bremener Fußballstadion sein, vermute ich. Was ist hier los? Gibt es hier irgendeinen Grund, dass du so schleichst? Übrigens nicht nachmachen, liebe Kinder. Das sollte man in der Realität nicht tun. Also ist jetzt auch nicht unbedingt der Hit, auf dem Beschleunigungsstreifen zu bremsen. Ein kurzes Stück kann man zur Not auch mal auf dem Pannenstreifen weiterfahren, sofern einer da ist natürlich. Aber man sollte es eigentlich vermeiden. Weil da natürlich auch immer ein Pannenfahrzeug stehen kann, aber andererseits, wenn man halt auf dem Beschleunigungsstreifen anhält, ist die Gefahr, dass einem einer hinten reinrauscht, auch extrem hoch.
die Leute dann doch mehr rückwärts orientiert sind, um zu sehen, wo sie sich einfädeln können, als nach vorne. Wo sie davon ausgehen, dass da eigentlich sowieso keiner steht. Warum bremst der? Also das Fahrverhalten ist wirklich mehr als fragwürdig, was die KI da an den Tag legt. Oh, Baustelle. Wie war das? Der gelbe Streifen ist die Leitlinie. Haben Sie es so eilig? Nein, eigentlich nicht. Da wirklich auf der Spur fahren soll. Dann komme ich zwangsweise an die Leitplanke. Also hier ist die Spur echt zu schmal. Könnten Sie vielleicht etwas langsamer fahren? Ich fahre 66. 6 km/h drüber. Das kriegst du überhaupt nicht mit. Also hier ist die linke Spur breiter als die rechte Spur. Das will schon mal was heißen. Dann fahre ich doch lieber links, dass ich mich da rechts reinquetsche und dann sowieso nur wieder die Leitplanke touchiere. Aber überholen tun wir den jetzt nicht. Da auf der linken Spur ist es richtig. Da ist die rechte Spur nämlich die breitere. Auf der hier ist es falsch. Hat die Polizei 2 Autos angehalten oder umgekehrt, die haben angehalten und die Polizei stand jetzt dahinter. Ein Rastplatz, da fahren wir glaube ich raus. Zeit haben wir genug und es gibt kein Gemecker seitens der Gäste. Zwar kein Parkplatzzeichen, aber ein Rastplatzzeichen. Ich hoffe mal, das ist das gleiche. Schauen wir einfach mal. Weil dann entgehen wir dem Risiko, dass uns die Gäste wieder die Ohren voll meckern. Jawohl, da ist ein freier Parkplatz. Ist ja immer hier für uns reserviert. Irgendwer im Forum schrieb mal, mit Feststellbremse würde der Bus nicht fahren. Er tut es aber durchaus. Zumindest nach einem Rastplatz. Ich verpasse meinen Termin wegen Ihnen. Vor mir ist ein Auto, du Nuss. Kaum
Raum gibt man nicht wirklich direkt Vollgas, dann sind sie schon am Nörgeln. Ich habe jetzt übrigens auch rausgefunden, wie man hier Fernlicht anmacht. Ha! Einfach F drücken, Fernlicht. Und dann wird das da hell vorne. So richtig hell. Sollte man natürlich wirklich nur machen, wenn auch die Autobahn entsprechend frei ist. Oder die Landstraße halt. Hamburg-Kiel geradeaus. Oh, hier wird's vierspurig, da müssen wir rüber. Sonst haben wir nämlich ein Problem. Riesige Kühltüren, ne? Geradeaus nach Hamburg, rechts nach Schwerin, da wollen wir nicht hin. Dem Wetter mit 100 durch die Kurve ist natürlich schon sportlich. Oh, hier wird es wieder vierspurig, da müssen wir wieder rüber. Wieder Schleichfahrt auf der linken Spur. Bin ja echt mal gespannt, ob sich da nochmal was dran ändert an der KI. Die Entwickler versprechen sich ja schon einiges noch, was dass sie da tun könnten, können, wollen, müssen. Das wäre ja schön. Weil dann könnte man noch mal wieder wirklich anfangen, einfach links zu überholen. Und müsste nicht immer rechts überholen oder Slalom durch den Verkehr fahren. Was ja beides eigentlich nicht so der Hit ist. Aber wenn man nicht mit 30 hinter den Linksschleichern hinterherfahren möchte, bleibt einem gar nichts anderes übrig. Das ist schon etwas schade. Hamburg. Großer, ups, Einkaufscenter oder sowas. Oh, schon wieder Aachen. Die Aachener sind hier wirklich stark vertreten im Spiel. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier in Hamburg sein sollen. Kilometer. Das da dürfte der Bahnhof sein, vermute ich mal. Sieht zumindest aus wie einer. Hamburger Bahnhof.
Bahnhof war ich sogar schon, aber das ist schon so viele Jahre her. Und da war es auch tiefste Nacht, weil die Bahn natürlich mal wieder Wahnsinnsverspätung hatte. Mit dem regulären IC waren wir dann nicht mal mehr dort. Der IC, mit dem wir dann in Hamburg gehalten haben, der hätte eigentlich in Hannover enden sollen. Aber dadurch, dass es der letzte war, weil der eigentliche IC ausgefallen ist, der da hätte fahren sollen, haben sie den dann weiterfahren lassen. Und der hat dann wirklich selbst in kleinen Kleckersdorf und so gehalten. Oder noch Ansagen kamen, bitte Fahrgäste, die in den Bahnsteigen so und so aussteigen müssen, in den vorderen Zugteil, da der hintere Zugteil aus dem Bahnhof hier rausragt. Das war damals schon eine heftige Fahrt. Ich glaube, da waren wir im Endeffekt fast 3 Stunden Verspätung oder so. So die Bahnfahrten, die nicht wirklich gut fürs Bahnimage sind. Da hatte schon Verspätung, wo er in Offenburg losfuhr, weil leichten Defekt. In Frankfurt war dann vollends kaputt. Aber statt dass ein Ersatz-ICE bereitgestellt wurde, musste man dann einen umsteigen, der nicht direkt von Frankfurt nach Hannover, Hamburg fuhr, sondern keine Ahnung, irgendeinen großen Bogen noch. Der war natürlich völlig überfüllt, weil der quasi 2 Züge dann oder der Passagiere von 2 Zügen drin hatte und natürlich auch viel, viel zu spät. So, wir wären aber pünktlich da, überpünktlich. Und ich sage danke fürs Mitfahren. Ich hoffe, die Fahrt hat euch gefallen und ihr seid auch morgen wieder dabei, wenn wir unsere Tour fortsetzen in Richtung Kiel. In diesem Sinne, nicht morgen. Ich habe jetzt das 2-Tages-Intervall, also bei der nächsten Fahrt, das wäre dann übermorgen. Morgen steht dann erstmal der Eurotruck-Simulator wieder auf dem Programm. Ja, in diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.